Die Person, die hier genannt wird, Abu Muhammad, das ist seine Kunya und sein Name ist Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Das ist das, wie nennt man das auf Deutsch, Al-Hafid, Enkel, nein, Enkelkind des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Sohn der Fatima, der Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sohn von Ali, des Cousins des Gesandten alaihi wasallam. Und beides, sowohl der Name als auch die Kunya, also der Name Abu Muhammad und der Name Al-Hasan, stammen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat sie so genannt gehabt. Abu Muhammad Al-Hasan ist in Ramadan im Jahr 3 nach der Hijra geboren. In der Mitte des Monats Ramadan, im dritten Jahr nach der Hijra. Und man sagt, er ist gestorben durch Vergiftung. Er wurde vergiftet und ist so gestorben und wurde im Baqi' begraben. Al-Baqi' ist dieser Friedhof bei der Prophetenmoschee, habt ihr schon mal gesehen? Hinter der Prophetenmoschee in Medina ist ein großer Friedhof, der nennt sich Al-Baqi'. Und dort wurde Al-Hasan begraben. In diesem Friedhof sind viele der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam begraben. Seltsamerweise haben die Saudis entweder der ägyptische oder der tunesische Ex-Präsident nach der Revolution dort, oder wenn man das so nennt, oder nach den, wie heißt das, Mudaharat, dem Umsturz. Al-Mubarak, ne, hieß der in Ägypten. Der wurde dort begraben in Al-Baqi'. Also der hatte ja Exil in Saudi-Arabien bekommen und wurde dann dort begraben, als er gestorben ist. Ich weiß nicht, ob es er war oder der Bin Ali aus Tunesien, einer von beiden, oder vielleicht sogar beide. Weil der andere hat auch sein Exil dort bekommen. Jedenfalls, über diesen Jungen, Al-Hasan ibn Ali, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch eine Prophezeiung getätigt. Diese ist eine Prophezeiung und zugleich auch eine Form der... Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm Al-Hasan eine hohe Position und Stellung gegeben, als er eines Tages sagte, wie es bei Bukhari überliefert wird, er hatte seine Khutbah gehalten, seine Predigt auf der Mimbar, und Al-Hasan kletterte dieses Podest hoch, und daraufhin nahm ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Hände, hielt ihn zu den Menschen und er sagte, Inna bni hada Sayyid, dieser, mein Junge, ist ein Sayyid. Das heißt Sayyid. Al-Sayyid ist jemand, der eine gewisse Führungsposition hat, dem gehorcht wird, dem man folgt, der was zu sagen hat. Inna ibn hada Sayyid, mein Sohn hier, der ist ein Sayyid. Und dann sagt er, und möglicherweise, la'allallah, möglicherweise, oder es wird, möglicherweise wird Allah durch ihn zwischen zwei großen Heeren der Muslime schlichten. Und das ist dann auch passiert tatsächlich. Wir wissen ja, es gab den Konflikt zwischen Ali und seinem Vater, zwischen Muawiyah und dem Vater von Hasan Ali. Da gab es Konflikte. Und als Ali dann verstarb, kam Al-Hasan an seine Stelle. Und es stand kurz davor, dass es wieder zu Konflikten kommt. Nur hat Al-Hasan dann von seinem Posten abgesehen, weil ihm bewusst war, dass wer auch immer siegt, dass das nur über sehr viele Leichen geschehen wird. Und um das zu vermeiden, hat er abgesehen und den Posten Muawiyah überlassen, mit Bedingungen, die er gestellt hatte, und die meisten dieser Bedingungen wurden dann auch tatsächlich von Muawiyah erfüllt.